Liebe Zuschauer, willkommen zurück in Tramsim München zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Und es ist soweit, heute ist der 4. November 2021 und Tramsim München ist nun offiziell veröffentlicht worden. Unter anderem auf der Plattform Steam für den Preis von 34,95 €. Also jeder von euch, der sich für das Spiel interessiert, kann das ab sofort auf Steam oder bei MMOGA kaufen. Besitzer von Tramsim Wien erhalten, soweit ich weiß, einen kleinen Rabatt. Besitzer von Lotus München erhalten einen etwas größeren Rabatt. So, und wie versprochen, machen wir heute eine Fahrt auf einer der anderen beiden Linien. Ihr erinnert euch vielleicht in der Preview- oder Beta-Version, da sind wir auf der Linie 23 zwischen Münchner Freiheit und Schwabing Nord unterwegs gewesen. Und heute beginnen wir mit einer Fahrt auf der Linie 28 und die führt uns hier von Sendlinger Tor in Richtung Scheidplatz. Ansonsten gibt es hier noch die Linie 27, die führt auch von Sendlinger Tor identisch auf der gleichen Strecke bis zum Kurfürstenplatz, macht dort aber dann den Schwenk nach links in Richtung Puertuering. Ich hoffe, das ist mit Sicherheit wieder falsch ausgesprochen. So, aber wir machen eine Fahrt halt mit der Linie 28. Das ist die zweitlängste Linie mit 12 Haltestellen. Die längste ist die 27 mit 15 Haltestellen und die kürzeste die 23. Ihr seht, ich habe wieder den fortgeschrittenen Modus eingestellt. Das bedeutet, wir müssen das Fahrzeug selbst aufrüsten. Ich habe schönes Wetter und ihr seht es auch in den Bäumen schon, ein herbstliches Setting ausgewählt. Also, ich würde sagen, hinein in unsere Tram. Und wir beginnen damit, das Fahrzeug aufzurüsten. Und das Ganze beginnt natürlich damit, den Batteriehauptschalter erst einmal einzuschalten, bis wir hier eine entsprechende Spannung im grünen Bereich haben. Schlüssel müssen wir noch raus. Das machen wir dazu. Und anschließend aktivieren wir hier den Führerstand. Dann müssen wir natürlich aber auch erst einmal den Stromabnehmer nach oben stellen. Und wir müssen natürlich den Hauptschalter einschalten. So. Das haben wir alles gemacht und wir sehen, nun sind auch die Lichter an und der Stromabnehmer ist oben, so wie es sein soll. Wir sehen auch hier unseren Fahrer sitzen, dieser nette Herr, das sind wir. Als nächstes stellen wir natürlich das IBIS ein. Das ist wichtig für unsere Anzugzähler, also für unsere Anzeigen und für die Ansagen. Ihr seht, hier ist ja noch die Anzeige Sendlinger Tor, wo wir uns gerade befinden. Also genauer gesagt der U-Bahnhof Sendlinger Tor. Ihr seht auch, es sind anscheinend gerade irgendwelche Bauarbeiten im Gange. Und dem lassen wir die Fahrer-ID ein und das können wir ganz fiktiv machen. In dem Fall 4 Nullen und dann nochmal dasselbe als Sternchen. Dann sind wir schon mal. Jetzt geben wir hier die Linie ein. Das ist die 28. Gebe ich jetzt mal hier die 03 einfach ein. Und da kommen wir ins Menü. Und ihr seht, von dieser Umlauf 03, da haben wir den nächsten Ast um 12.39 Uhr in Richtung Scheidplatz. Werden wir annehmen. Und ihr seht, hier, jetzt haben wir es gerade einmal... Hä? Okay, Moment, da müssen wir nochmal zurück ins Menü. Jetzt habe ich hier irgendwas falsch angewählt. So, okay, weil das wäre jetzt mitten in der Nacht gewesen. So, ich will aber den machen um 12.39 Uhr. Dann bringt er mir jetzt aber den um 0 Uhr. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, was jetzt hier wieder... dann machen wir mal was anderes. Wir nehmen mal die 04 und schauen, was er uns da anbietet. Da bietet er uns zum Beispiel um 12.49 Uhr einen an. Genau, und jetzt starten wir kurioserweise hier um 12.31 Uhr. Naja, da blicke ich noch nicht hundertprozentig durch im IBIS. Wenn ihr gesehen habt, was ich hier falsch mache, schreibt es dann einfach in die Kommentare. So, und ihr seht natürlich hier auf der Uhr, und die geht auch nicht falsch oder so, es sind über 26 Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Und da haben wir die Option, die wir aus so manchen anderen Bussimulator kennen. Wir rufen uns jetzt einfach hier das Pausenmenü auf, klicken hier oben auf die Uhr. Wir könnten auch jetzt hier zum Beispiel das Wetter noch nachträglich verändern, wenn wir das möchten. Wir wollen jetzt aber nur die Uhrzeit verändern. Und stellen jetzt einfach mal vor auf 12.28 Uhr. Da haben wir noch ein bisschen Zeit zur Haltestelle zu rollen, die Fahrgäste aufzunehmen und dann die Fahrt zu starten. Wie das Spiel zum Beispiel im Schnee oder wie es im Regen aussieht, das schaut mal bitte auf dem zweiten Teil in der Playlist zu diesem Spiel. So, das bedeutet, wir haben jetzt den Zeitsprung gemacht. Ihr seht es hier auf dem IBIS, 12.28 Uhr, in 3 Minuten soll es dann losgehen, aber wir müssen erst einmal zu unserer Haltestelle rollen. So, dann als nächstes, achso, wir müssen natürlich die Fahrtrichtung aber vorwärts stellen, sonst geht hier nichts voran. So,
Leerlauf und dann langsam beschleunigen. So, Moment, die ist doch gelöst, diese Bremse. Die Haltestellenbremse ist auch gelöst. Jetzt erzählt ihr mal wieder was von Haltestellenbremse ein. Stromabnehmer ist definitiv oben. Hauptschalter ist definitiv an. Und jetzt rollt der Zug dann doch vom Platz, so wie es sein soll. Natürlich müssen wir jetzt hier, glaube ich, den Blinker nach links einsetzen, hätte ich gedacht. Bei Kurven und so weiter, da werden Geschwindigkeiten, glaube ich, von nicht mehr als 15 oder 10 Stundenkilometern gefahren. Findet auch ein sehr umfangreiches Tutorial zu diesem Steuern des Fahrzeuges. Da gibt es ein interaktives Tutorial, das findet ihr bei Tutorial und Hilfe. Ansonsten gibt es da auch noch mal viel zum Nachlesen, so dass ihr da eigentlich nichts wirklich falsch machen oder nicht viel falsch machen könnt. Das ist zumindest meine Meinung zu dem Ganzen. So, und wir sehen hier wieder jemanden. Also es sind in München anscheinend unglaublich viele Rollstuhlfahrer unterwegs. Das passiert zumindest hier in dem Spiel sehr häufig, denn wir müssen jetzt dafür natürlich sorgen, dass der junge Mann hier auch einsteigen kann, dass wir den auch mitnehmen. Wir regeln auch die restlichen Türen. Ja, die Ansagen jetzt ein bisschen deutlicher zu verstehen, denn ihr erinnert euch, ich habe euch ja eine Preview-Version gezeigt von dem Spiel und dazu, ja, da waren ja noch so ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten dann zu sehen, die noch nicht so funktioniert haben. Aber wie zum Beispiel, dass die Ansagen etwas leise waren. So, komm. Wieso steigen jetzt hier die Fahrgäste? Ja, komm rein. Sag jetzt nicht, dass ich wegen dir jetzt noch 2 cm vorfahren muss. Verstehe ich jetzt nicht. So, der Rest ist eingestiegen. Ja, super. Ganz toll. Steigt der Rollstuhlfahrer also nicht ein. Und der könnte auch ein bisschen, das ist ja noch ein automatischer Rollstuhl, er könnte jetzt auch hier vorgefahren kommen und hier einfach reinfahren. Dann würden wir ihn jetzt hier hochhieven. Aber wissen Sie was, guter Mann? Wegen Ihnen fahre ich jetzt keine 2 cm vor. Die nächste Bahn fährt in 10 Minuten. Und da kommen Sie ein Stück vorgefahren. Der Kollege nimmt Sie dann mit. Und da wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen sonnigen Tag hier in München. Wie das funktioniert mit dem Einladen der Rollifahrer. Vielleicht erleben wir es noch während der Fahrt. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall weiter auf dem Weg in Richtung... das habe ich nämlich schon mal bei der Probefahrt gehabt. Dasselbe habe ich nämlich schon mal bei der Probefahrt hier gehabt. Da wollte der partout nicht einsteigen, da war ich noch ein bisschen näher dran, ich habe keine Ahnung. Oder er will halt eine andere Linie nehmen. Das kann auch sein, dass der mit der 27 fahren möchte. Das kann ja auch sein, dass der gar nicht auf uns gewartet hat, sondern auf die nächste Tram. Weil, wie gesagt, in der Beta hat das Ganze sehr, sehr gut geklappt. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Also Respekt, man hat auf jeden Fall sich nochmal an das Thema der Ansagen gesetzt. Die sind jetzt deutlich besser zu verstehen. Das könnt ihr ja auch in den Videos vielleicht nachvollziehen. So, jetzt können wir natürlich noch gar nicht hier weiterfahren. Weil hier Stau ist. Da hat doch jemand von euch sogar geschrieben, dass das in München manchmal wirklich so ist, dass die Fahrzeuge da in einem Stadtviertel einfach irgendwo parken und selbst wenn sie abgeschleppt werden, was soll es, die paar Euro zahlen wir, weil da wohl eine Gesellschaft wohnt, denen, sag ich mal, die Geldsumme egal sind. Also, wir kommen hier nicht weiter. Komm, macht mal Platz hier. Ja. Man darf doch normalerweise auf Tramschienen doch gar nicht parken. Auch nicht, wenn man hier der Verkehr nicht läuft. Schaut euch das mal an. Es ist mittags um 12 und hier geht... Warum geht denn da nichts mehr? Hat es da einen Unfall gegeben? Sieht so aus, ja. Natürlich, der ist den voll reingefahren. Demzufolge jetzt ein Unfall. Und das sind wahrscheinlich solche Leute, die fahren jetzt nicht am Straßenrand, um das zu klären. Die warten jetzt wahrscheinlich, bis die Polizei kommt, damit das Ganze hier geklärt wird. Und deswegen staut sich das.
natürlich jetzt hier die Frage, ob die Polizei jetzt gleich kommen wird, ob es überhaupt dieses Feature hier gibt in dem Spiel. Oder wir lösen das Ganze jetzt einfach etwas rabiat, fahren in die Autos selber rein, um hier weiterzukommen. Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Deswegen entschuldigt bitte, dass wir das jetzt so rabiat lösen müssen. Jetzt kriegen wir die Meldung. Das gibt natürlich Punktabzug. Hier genau dasselbe. Und da kommen wir wenigstens weiter. So wie gesagt dafür. Sag mal, ruhige Frau, geht's noch? Ja, Leute, hier macht man einiges mit. Ich habe euch ja letztens schon so ein bisschen was erzählt. Hier Autoverkehr in München und so weiter. Was ich ja selber auch schon erlebt habe. Da ist das doch ein bisschen anders. So, also wir erreichen den Karlsplatz mit einer wahrscheinlich Straßenbahn, die vorne jetzt wahrscheinlich eine Beule hat. So. Also, Karlsplatz, Stachus. Der Stachus in München natürlich eine ganz bekannte Einkaufsmeile. Mal schauen, ob wir so ein bisschen was hier wiedererkennen vom Stachus. Ihr seht, wir können ja auch doch schon eine ordentliche Höhe anzoomen. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, der... Ja, doch, das kommt mir bekannt vor. Das ist der Stachus und Weihnachten hat man ja auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt hier. Also hier definitiv ein Wiedererkennungswert. Ich glaube, wenn man hier durchgeht, kommt man doch gleich zum Marienplatz, oder? Das war doch, glaube ich, so. Egal, wir springen wieder zurück in unsere Straßenbahn. Wir wollen weiter. Uns hat das sicherlich wieder einiges an Fahrzeit gekostet. So. Bremsen lösen. Und weiter geht's zu unserem nächsten Ziel. Da vorne haben wir ein Signal, was uns Halt anzeigt. So, hier geht's jetzt nach rechts, fahren wir, glaube ich. Ich finde Tramfahren sogar ein bisschen von der Konzentration her noch ein bisschen anstrengender, weil man auf so viele Sachen muss, Straßenverkehr und so weiter, noch ein bisschen anstrengender als so manche Eisenbahnsimulatoren. Oh, jetzt hat man sogar eine Notbremse drin. So, hier biegen wir dann nach links ab, so wie das Ganze aussieht. Stehen wir schon wieder so nah am Signal, das müssen wir selber hier. Da stehen doch schon wieder Fahrzeuge auf der Straße und fahren nicht weiter. Deswegen habe ich mich am Anfang in den ersten beiden Videos natürlich für die andere Linie entschieden. So, Moment, jetzt hat das Ding doch... Ne, es hat immer noch nicht geschalten. Wo geht's denn jetzt hier hin? Geht's auf jeden Fall nach links über diese Straße. Gut, da fahren wir jetzt einfach so los. Scheint also noch nicht so korrekt hier. Scheint also noch nicht ganz alles so korrekt zu funktionieren, aber da wird es ja sicherlich noch den einen oder anderen Patch für dieses Spiel geben. Also, Ottostraße ist jetzt das nächste, wo wir anhalten müssen. Da kommt uns auch schon die KI entgegen. So. Nächste Station erreicht. Dann entriegeln wir wieder die Türen. Die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. So, Fahrgäste steigen ein oder aus. Und dann wieder die Türen verriegeln. Was sagt die Ampel? Die sagt, dass wir jetzt sogar fahren dürfen. So, wie ihr seht, manchmal funktioniert es mit den Signalen. Manchmal habe ich den Eindruck noch nicht. Also wenn das jemand genau weiß, wie das hier mit diesem Freigeben funktioniert, was ja mal jemand auch in die Kommentare geschrieben hat, dass man das zum Beispiel bei Münchner Freiheit machen muss, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Also ich habe dazu nichts gefunden. Karolinenplatz. Karolinenplatz, das ist jetzt der nächste Halt. So, hier eine Kreuzung ist. Hier ist Kreisverkehr, okay.
niemand. Super. Kenne ich auch von Hannover, sowas, so ein Kreisel, wo die Straßenbahnen, ich glaube, wo die 10 und die 17 durchfahren. Hier ist wesentlich mehr City zu sehen als zum Beispiel bei dem Abschnitt von Münchner Freiheit nach Schwabing, was natürlich auch noch zum Stadtzentrum gehört. Es gibt, glaube ich, nur eine Tramlinie in München, die nicht zum Stadtzentrum gehört, sie ein bisschen außerhalb ist. Aber ansonsten gehören die restlichen Linien alle im Stadtzentrum und selbst Schwabing, das ist ja immer noch so das nordöstliche Stadtzentrum. So, wir können losfahren. Und hier müssen wir jetzt nach Verkehrszeichen fahren. Ihr seht, im Moment sind wir auf der Vorfahrtsstraße. Also wer mal die Verkehrszeichen gelernt hat, sei es über den Führerschein oder sei es noch zu anderen Zwecken, der ist natürlich auch schon etwas im Vorteil. Pinakothek. Auto vor uns. Wir teilen uns also jetzt mit den Autos die Straße. Der fährt auch recht langsam, deswegen halte ich mich zurück. Und hier ist doch, glaube ich, schon die Haltestelle. Na, fährst du weg? Aber du kannst es wahrscheinlich gar nicht, weil du hier gleich rot hast. Oder? Okay. Okay. Okay, in Rot sind wir. Also ihr seht, auch hier wird gegen Verkehrsregeln verstoßen. Wie es sicherlich im Real Life auch sehr, sehr oft passiert. So, fährt einfach über Rot, na, ist ja egal.